Was könnte man da oben drüber machen? Ich, es ist schon so lange her, es tut mir echt leid. Es ist schon echt schon ein bisschen her. Eine Gummizelle? Nee, eine Gummizelle auch nicht. Einzelhaftzelle? Nee. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Was wir da oben machen wollten, ist, warum ist da eine Tür drin? Ich glaube nicht, dass wir da eine Tür eingeplant haben. Wir machen das da oben, ich mach das da oben dann nochmal weg, weil das hat für mich jetzt hier gar keinen Sinn. Und ich beiß mir gleich in den Hintern, wenn das hier nicht aufgeht. Das sind das vier, ne? Ne, drei. Drei, ja. Ach gut, es wird nicht ganz aufgehen. Aber wir könnten es ja ganz immer anders machen. Dann machen wir hier so ein Fussel, seine Idee und hier oben Gemeinschaftsräume hin. So, das könnten wir ja theoretisch machen. Dann wären die hier schön abgegrenzt. So, dann könnten wir die Seite auch wieder normal groß machen. Beziehungsweise übersichtshalber machen wir hier mal Türen rein. Damit die auch wissen, aha, da kommen Türen rein. So, lala. Dann wollen wir einmal wieder Wände. Wir wollten ja ein offenes Gefängnis machen, das war ja klar, also dass man hier im Innenhof so ein bisschen rumlaufen kann. Und dann hätten wir hier oben die Büros. Bisschen schon weitergekommen. Das Ein sieht bisschen, anders ja. aus. Ja, ich weiß nicht mehr, was wir da oben geplant haben oder warum da oben eine Art Zellen waren oder sonst was. Aber ich habe die Zellen jetzt einfach mal weggenommen und da werden oben Gemeinschaftsräume wahrscheinlich entstehen. Das ist ja mal ein völlig neuer Plan, oder? Kurze Frage. Ja. Auf der rechten Seite hier, du siehst ja, wo meine Maus ist, ne? Ja. Der obere Bereich, das werden ja, denke ich, Büros sein. So wie die Ein vom bisschen viel, Aussehen her. oder? Das waren mal Nicht alles Büros, Zellen. Du wolltest da Zellen verschiedener Stufen machen. Verstehst du noch, ne? Ah, okay. Na, ich langsam weiß ich wie. Okay, gut. Wobei ich ja gesagt habe, das ist doof, weil, ne, aber. Und du wolltest das auch viel offener alles haben. Ich kann mich noch dran erinnern. Meine Ja, Ideen ich haben dir alle weiß. nicht gefallen, weil die immer so verschlossen sind. Du wolltest das total offen haben. Also ich überlege gerade hier, um das ein bisschen anders zu machen. Das sehe ich ja. Wenn Was wir jetzt auch einfach völlig hier in die Ordnung komplette ist. Fläche Ja. einfach so weitermachen wie bis jetzt, also das alles hier mit Zellen vollkleistern. Ja. Ich meine, offen, also relativ offen können wir es ja immer noch halten, indem wir dann halt nach unten hin einfach offener bauen. Dass da jetzt nicht ein großer Gang ist, wie wir es bis jetzt immer haben, sondern da halt dann einfach ein bisschen Parkanlage. Frischluft ist. Ja. Ja, genau, oder so ein Riesenpark, genau, das wäre auch eine Idee. Da gibt's jetzt Dass man auch, sagen würde. warte mal, da gibt's doch jetzt was. Ich muss mal auf das Ich meine, Pluszeichen dass man drücken. sagen würde, dass man dann bis hierhin Park macht oder sowas. Von da oben. Trittsteine, Boxring. Wo war denn noch mal eine Fontäne können wir bauen? Wo war denn noch mal? Wo war denn noch mal? Ich meine, wir haben hier noch Platz nach unten. Ich weiß nicht, warum wir das hier so abgekästelt haben.
Du erinnerst dich daran, dass wir sozusagen vier Blöcke machen wollen. Ja, ich weiß, aber wir haben ja unten auch noch offen. Mit einer zentralen Anlieferung, wo dann die Gefangenen sozusagen Ja, in der genau. Lage waren. Ich meine, die zentrale Anlieferung, die können wir ja weiter nach unten verfrachten. Wir können ganz viel, ja, das geht wohl. Okay, und zwar würdest du dann mal deine zentrale Anlieferung, weil du kannst es ja so schön mit den Ecken und so, Was kann ich mit von welchen da Ecken? nach hier unten versetzen? Wissen Sie, was ich meine? Du nimmst einfach hier die ganze Wand, wo hier zu Ende ist, und versetzt es einfach einmal nach unten. Also nicht einen Block nach unten, sondern halt einmal unten an die Landkarte. Ja, Ja. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. So. Okay, gut. Dann weißt du, was ich von dir will. Richtig, ein Kind. Das sowieso. So, dann brauchen wir hier mal 12. Ich habe dir gesagt, ich gehe ja schon in ein Krankenhaus und klau dir eins. Das hast du das letzte Mal schon gemacht, das Spiel des Lebens. Ja. Wunderschönes Let's Play. Dürft ihr euch gerne angucken. Hier, Massen an Zuschauern. Ja. Ja, weißt du, das Ich ist immer weiß nicht, das in die. Blöde, dass dann hast du mal einen Zuschauer und der geht natürlich anscheinend wieder, weil diese körperlichen Sachen dazukommen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, ich habe so das Gefühl, dass ich von Tag zu Tag mehr abbaue. Ich weiß nicht warum. Ja, ich glaube, das ist normal. Was Scheiße ist das? Wenn man sich die ganze Zeit nur von Rippchen und sowas ernährt, dann ist Tue es ich halt ja so. nicht. Du, hier unten ist kein Platz mehr. Wo? Na hier. Ja, dann baust du auch ein bisschen weiter nach oben. Ach, dann fange ich ja wieder von vorne an. Oh. Nix kann der. So, dann brauche ich ja deinen Chat gar nicht mehr aufhaben. Was für ein Chat? Ich wollte so sozial sein und deinen Chat aufhaben, damit, falls jemand schreibt, ich es ihm beantworten Ach, das kann. passiert doch nicht. Und kurz nachdem ich es gesagt habe, hattest du einen Zuschauer weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, vielen Dank, hast du wieder meinen Zuschauer vergrätzt. Toll. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob hier nicht ein Weißt du, was bisschen ich echt cool übertrieben wird. finden würde? Wenn man in mehreren Stockwerken bauen könnte. Oder einfach unterirdisch bauen könnte. Bei den mehreren Etagen. Ja. Einfach so ein Bunker bauen wie bei Escape Plan 2. Ja. Das wäre schön. Oder 1? Ich habe Nee, warte keine mal. Ahnung. Nee, warte mal, der Escape mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, kennst du nicht? Nein, ich gucke solche Filme nicht. Ich gucke Arte. Was? Ah ja, übrigens, Sylvester Stallone hat Geburtstag, habe ich gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, warte mal, wie war das? Nee, beim ersten Teil waren die auf dem Schiff, war das Gefängnis auf einem Schiff, auf einem riesen Frachter. Beim zweiten Teil war es irgendwie unterirdisch. So ewig weit. Ich glaube, so müsste es gewesen sein. Ganz sicher. Greif Übrigens, das wer hier mal ab. übertreibt? Wer übertreibt? Was? Was? Wo? Ah ja, okay, doch, das darfst du über. Ja. Also, meinst du, naja, gut, ich halte mich. Das ist deine Planung. Wenn es nicht funktioniert, dann bauen wir ein neues Gefängnis. Ist Ja, doch. eben, wir haben es doch. Ja, schmeiß die Kohle raus. Und ich sag mal so, wenn es funktioniert, ja, Ja. was ich bezweifle,
Ja. Dann hast du wieder einen super Grund, ein Tutorial-Video zu machen. Ja, das hätte ich sowieso, aber irgendwie hat man das ja mir auch versaut. Wer hat dir das versaut? Der Schulz. Nein, 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 nein. Prison Architect hat Jules doch nichts mit zu tun. Wer hat sie dann versaut? Ach, versaut ist vielleicht auch falsch, aber wir hatten eigentlich geplant, da was zusammen zu machen, aber dann haben wir Du doch mit andere Schulz. Dinge gemacht. Nicht Jules, jetzt lass doch mal den Jules weg, der ist im Urlaub. Mit dem habe ich nichts zu tun. Ja, aber du und der Schulz haben doch irgendwelche Sachen, wollte doch irgendwie. Nee, es war für Terraria, ne? Ja, eben. Niklas, wirklich. Jetzt konzentrier dich doch mal. Ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, ich hab Hunger, ich bin Selber knickerig, ich bin schuld. müde, ich bin. Dann Nee, ich sag hab mich doch extra demnächst. beeilt für Ja, euch, ja? das ist doch scheiße. Das haben wir dir doch schon mal gesagt, dass das Kacke ist. Wir Ich brauchen bin keine gerade. Nüllfötte. Ich habe mich extra beeilt für euch, ja? Ja, es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das doof ist. Ja, ich weiß, aber wenn ich dann wieder 5 Minuten später komme und die alle da sind, dann heißt wieder, warum kommst du nicht? Nein, dann sagst du einfach 20:30 Uhr plus Essen. Oder ich sage einfach Livestream und Essen. Ja, aber dann doch erst nach dem Essen. Weil ich habe ja auch gegessen, was ja der große Nachteil war. Ich hätte besser nichts gegessen. Vielleicht esse ich auch schon die ganze Zeit und du merkst es einfach nur nicht. Ja, dann müsstest du ja Mampfpausen haben. What? Was? Ja. So. Meinst du, ich übertreibe? Nein. Naja, oder? Wir wollten Ich würde ja es einfach einen eigentlich weiteren 1000 Runden bauen haben, darüber. deswegen. Ich meine, es macht jetzt keinen Sinn, hier noch irgendwas hinzubauen, ne? Sehe ich richtig. Gut. Weil ich meine, wenn wir jetzt da hinten irgendwas hinbauen, dann kommt der Arsch, wo links oben hier eine Zelle hat, der kommt ja da gar nicht hin. Deswegen macht das ja gar keinen Sinn. Deswegen bauen wir da jetzt einfach weiter. Ja. Die werden sich Und was machst freuen. du so Schönes? Ich guck dir zu, weil mehr kann ich ja nicht machen zurzeit. Also, könntest du unten noch die Bäume fällen? Ja, aber ich wollte erst mal abwarten, bis die das Holz wegtransportiert haben. Wobei, das könnte ich natürlich beschleunigen, ne? Ja. Wir machen ja eh ein bisschen Cash. Ja, solange wir Plus machen, ist alles super. Weil sonst hole ich einfach Gefangene rein, die werden schon nicht weglaufen. Nee. Das ist ja das Schöne, das machen sie ja wirklich nicht. Haben wir schon mal ausprobiert. Ja, die waren halt ein bisschen Diese. fertig, ne? Und du bist dir sicher, du hast das alles im Blick, was du so alles noch brauchst für diesen Block und so weiter. Ich denke schon. Ich kann mir so ganz genau sagen, kann ich dir das jetzt auch nicht, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja. Wird Warum wird es hier schon einwandfrei. wieder Nacht? Weil wir schon wieder 21 Uhr haben. Ah. Es gibt auch eine Taschenlampenfunktion, oder nicht? Also mein Mauszeiger ist beleuchtet. Ja, meiner auch. Na guck. Guck mal, außerdem, wenn die Licht anhaben, dann sieht das doch aus wie so kleine Creeper oder so weiter. Was hast du denn schon wieder mit deinen Creepern? Ja, nix. Ich habe einen Enderman zu Hause, aber das ist was anderes. Toll. Du bist ja in der Planung. Du kannst diese Wand ja auch noch weiter wegfahren. Die ist ja nur da. Ja, es hätte sich ja so schön ausgehen können. Ja, aber du kannst ja die Wand noch verbreitern, das geht ja. Ja, mach ich auch. Ja, Zicke. Das war doch nicht immer so nölig. Meine Fresse, was ist denn schon wieder?
Mann, Mann, Mann. Ehrlich doch. Warum sind da eigentlich so Winkel in dem Gemeinschaftsraum? Was für Winkel? Na, diese Winkel da. Weiß nicht, sieht schöner aus. Gut, dass keiner zuschaut. Ich habe übrigens den Na, Cashflow wäre ehrlich. gesteigert, ne? Nur damit er mal Bescheid weiß. Hast dich heute an die Straße gestellt, oder was? Ja, aber richtig abgesahnt. 15.000 mehr, nur weil ich an der Straße stand. Haben dir die anderen so viel gegeben, damit du dann nicht verschwindest, weil du alle abschreckst, oder? Ja, genau. Ah. So, schau mal, sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja. Gut, es wären jetzt Zellen für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 60, 260. 80, 100. Genau. Jetzt 160 Leute. Zweihundertsechzig mal vier ist natürlich keine 1000. Nein, wären sogar mehr. Eben. Also wird es ja theoretisch hinhauen. Ja. Ja. Okay, gut. So, dann die Frage. Oh, da kommen wir dann. Ja, toll. Da kommen wir dann ein Türchen rein. Da kommt wieder eine Wand rein. Wo war das jetzt? So. Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Was machen wir jetzt unten drunter? Ja. Ich meine, wir könnten so einen relativ großzügigen Hof machen. Ungefähr so. Das eine Gebäude kommt da ja weg, ne? Genau. So, dann hätten wir da einen Hof, wo, ich weiß nicht, für 260 Leute würde der Hof, denke ich, reichen, ne? Ja, klar. So. Hof. So, dann bauen wir systematisch unter dem Hof auch noch was. Ja, so die wichtigen Sachen, ne? Kantine, Küche, Kapelle, Aufenthaltsraum für Mitarbeiter, Werkstatt. Das wäre wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen übertrieben von der Kantine her, oder? Ja, ist die Frage, ne? Du brauchst, wie viel haben wir? 8, 16, 24, 33 volle Tische. Okay, warte mal, wenn wir das jetzt so sagen, wir, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Alle 8 Meter eine Tür. Ha! Siehst du, geht sogar genau auf. Mensch. Nenn mich Profi. So, dann sagen wir. Ein voller Tisch, ne? Ja, der ist aber nicht 3x3. Der ist 4x3. 4 mal 3. Wie viele Tische brauchen wir? 33. Zähl mal mit, unauffällig. Drei hast du schon. Na super. Fünf. Sechs. Zwölf.
Ich war 18. Du? Wenn du die Reihe, ne, jetzt von der anderen Seite gestartet hättest, dann hättest du vielleicht in der Mitte die Ausgaben machen können.